Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo von Testsieger.de. Wir stellen euch heute den Panasonic MJL700 vor. Das ist ein Slowjuicer, also ein Entsafter. Bei Slowjuicern werden die Früchte allerdings sehr schonend gepresst, damit möglichst wenig Aroma und auch Vitamine verloren gehen. Eine Förderschnecke zerkleinert dabei die Früchte und presst diese dann in einem Arbeitsschritt quasi zum Ausdrücken nach unten. Schauen wir uns das Gerät mal genauer an. Wie immer zeigen wir euch alle wichtigen Funktionen und geben am Ende noch ein Fazit ab. Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitungsqualität an. Der Entsafter ist wirklich schön kompakt ausgefallen. Wir haben 42,5 cm in der Höhe, 15 cm in der Breite und nochmal so knapp 20 cm in der Tiefe. Wir haben ein mattschwarzes Äußeres, damit hält sich das Gerät angenehm zurück und passt sich in fast jedes Ambiente an. Das Gehäuse besteht zwar zu einem Großteil aus Kunststoff, dieser macht aber einen hervorragenden Eindruck und gibt selbst bei großer Krafteinwirkung nicht nach. Die Pressschnecke, eben das Herzstück jedes Slowjuicers, ist extrem massiv und macht auch einen ausgezeichneten Gesamteindruck. Außerdem sorgen noch 4 gummierte Standfüße für einen sicheren Halt auf dem Untergrund. Das Wichtigste ist eigentlich vor der ersten Benutzung, dass man sich mal kurz mit den verschiedenen Komponenten und der Montage beschäftigt, weil die Bedienung an sich ist wirklich extrem einfach, aber das Zusammenbauen erfordert am Anfang ein bisschen Übung. Wir haben 3 Hauptkomponenten, die Motoreinheit, den Entsaftungsaufsatz und den Deckel samt Einfüllöffnung. Zunächst muss man den Entsaftungsaufsatz einfach auf die Motoreinheit aufsetzen. Hier ist kein Drehmechanismus vorhanden, nur 3 Stifte sorgen für einen insgesamt guten Halt. Der Entsaftungsaufsatz beherbergt auch den Filtereinsatz und die Pressschnecke natürlich. Praktischerweise haben wir auch noch einen zweiten Einsatz für gefrorene Früchte im Lieferumfang. Damit kann man beispielsweise Sorbets sogar mit dem Gerät herstellen. Wir haben 2 Öffnungen und aus einer fließt dann der fertige Saft raus. Und wir haben noch eine zweite Öffnung für die Fruchtrückstände, also den Trester. Praktischerweise befinden sich auch direkt 2 Behälter im Lieferumfang. Der Deckel wird dann mit so einer leichten Drehbewegung auf den Entsaftungsaufsatz aufgesetzt. Wir haben eine kleine Einfüllöffnung an der Oberseite, die ist beispielsweise für längliches oder kleingeschnittenes Obst gedacht. Für größere Früchte lässt sich der Deckel nach oben klappen, dann kann man eben auch mal ganzes Obst oder größere Stücke einfüllen. Die Öffnung ist mit einem Durchmesser von so knapp 8 cm wirklich schön groß ausgefallen. Aus Sicherheitsgründen stoppt die Maschine, sobald man die große Klappe öffnet. Wie gesagt, die Bedienung ist wirklich sehr einfach, wir haben nur einen Kippschalter, der startet die Zubereitung im Dauerbetrieb. In der zweiten Stellung dreht die Pressschnecke dann in die andere Richtung, ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn sich Obststücke verkeilt haben. Alles in allem ist uns der Druckpunkt allerdings minimal zu fest, insgesamt geht die Bedienung aber gut von der Hand. Schauen wir uns die Zubereitung an. Saftige Früchte wie Äpfel, Erdbeeren, Pfirsiche oder auch Trauben verarbeitet der Slowjuicer wirklich problemlos. Bei trockeneren Früchten wie Bananen muss man entweder selber ein bisschen Flüssigkeit zugeben oder sie einfach mit den saftigen Früchten zusammen entsaften, dann funktioniert das auch problemlos. Wer möchte, kann die trockeneren Früchte auch einfrieren und dann in kleine Scheiben schneiden, das geht auch wunderbar. Sollten die Früchte mal festhängen, befindet sich ein Stößel im Lieferumfang, mit dem kann man sie dann eben nachdrücken. Die Zubereitungszeit ist natürlich ein bisschen länger, wie gesagt, wir haben es hier mit einem Slowjuicer zu tun, da ist der Name Programm. Ein großer Apfel ist so, ja, in so knapp 60 bis 90 Sekunden, je nach Größe, dann entsaftet. Aber man muss sagen, wir haben eine wirklich hervorragende Ausbeute. Bei unserem Test hatten wir immer so zwischen 100 und 150 Milliliter an Flüssigkeit aus einem Apfel, was wirklich sehr gut ist. Und auch das Ergebnis überzeugt, wir haben eine sehr feine Konsistenz und auch das Aroma bleibt voll erhalten. Die Lärmbelästigung hält sich in Grenzen. Selbst aus nächster Nähe messen wir gerade mal so 65 Dezibel. Da ist ein normales Gespräch wirklich noch gut möglich. Allerdings gestaltet sich die Reinigung als etwas schwierig. Obstreste sammeln sich an wirklich schwierigen Stellen, sind nur schwer herauszubekommen. Es befindet sich zwar ein Hilfewerkzeug samt Bürste im Lieferumfang, aber selbst damit kommt man nicht an alle Ecken. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass nicht alle Komponenten spülmaschinenfest sind. Das heißt, man muss da wirklich relativ lang putzen und schrubben, bis man alles sauber hat. Ja, das war's. Damit haben wir euch alle wichtigen Funktionen vorgestellt. Kommen wir noch zu einem Fazit. Alles in allem ein wirklich schöner Slowjuicer. Er ist auch ein bisschen teurer. Dafür überzeugen die Ergebnisse auf ganzer Linie. Wir haben eine sehr gute Ausbeute, ein sehr feines Ergebnis und am Ende Säfte mit einem hervorragenden Aroma. Die Bedienung geht einfach von der Hand. Verarbeitung, Design passt alles. Er arbeitet sehr leise. Das Einzige ist die Reinigung, was aber bei Slowjuicern immer ein bisschen ein Problem ist. Alles in allem wirklich ein schönes Gerät. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und natürlich dürft ihr uns jederzeit einen Kommentar hinterlassen, was ihr von dem Gerät haltet. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es einfach unter das Video. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zu unserem nächsten Video. Macht's gut!